Hallo liebe Leute, hier ist wieder eure Miss Funny Home. Ich wollte heute mal die Nagellackentfernertücher von DM probieren. Ich habe bis jetzt eigentlich nur Nagellackentferner flüssig probiert, benutzt, den mit Toilettenpapier oder mit schönen Wattepads habe ich mir meinen Nagellack entfernt. Habe mir jetzt sowas hier mal gekauft, sowas hier, und wollte jetzt damit probieren die Reste meines rosa Nagellacks. Ich habe sowieso sehr kurze, nicht wirklich schöne Nägel, aber passiert so mit 5 Kindern, viel kochen, viel Spaß haben, viel Sachen machen. Muss jetzt aber auf jeden Fall die Reste dieses Nagellacks, der nicht mal 2 Tage gehalten hat, entfernen. Und wollte das jetzt mit diesen Tüchern mal probieren und dann auch mein Statement dazu abgeben. Leider ist mir eben gerade die Kamera runtergeknallt, also nein, nicht runtergeknallt. Ich wollte sie aufbauen. So, ich mache das jetzt mal nebenbei. Und dann ist mir das abgebrochene Stativ. Mein Mann versucht es gerade zu reparieren. Hoffentlich klappt's, weil ich jetzt mir was total Blödes gebaut habe und da jetzt rumjonglieren muss. Deswegen mich also richtig blöd mit den Tüchern anstelle. So, ich versuche das jetzt mal vor der Nase und gucke mal, wie gut das geht. Mal sehen. Also, erster Nagel geht sehr gut. Tücher fassen sich auch ganz nett an. Ist super abgegangen. Zweiter Nagel auch super. Tuch sieht so ein bisschen aus wie ein Arzttuch, Verletztentuch zum Verbinden, was auch immer. Funktioniert aber sehr gut, bin ganz begeistert. Riecht genauso schlimm wie Nagellack, ist acetonfrei, steht Fliederduft drauf. Also hat gut geklappt. Das eine Tuch hat bis jetzt für die halbe Hand, halbe für die Hälfte der Hände, für eine Hand gereicht. Super. Also für einen Urlaub würde ich sagen, perfekt. Für sonst, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Preis. Wenn man es nicht so oft braucht und macht, glaube ich, ist es gar nicht schlecht. Und geht sehr schnell. Ich habe übrigens immer noch einen blauen Fleck. Ich habe mich einen Tag mal gestoßen an meinem Finger. So, alles ab. Alles super. Wie gesagt, keine so super schönen Nägel, aber alles gut funktioniert. Tuch sieht so aus, bisschen rosa. Ich hatte einen ganz hellrosa Nagellack drauf, habe den aber gleich am Anfang schon versaut, weil ich mit meinem großen Sohn rausgegangen bin und vorangekommen bin und so weiter. Ja, bin immer für gute Tipps offen, wie ich in kürzester Zeit schnell Nagellack trocknen kann, ob es wirklich ein tolles Spray gibt oder so. Tuch, Evelyn Nagellackentferner Tuch acetonfrei, kann ich aber empfehlen, glaube ich, nehme ich jetzt öfter. Ist schön einfach, könnte man sogar unterwegs irgendwo, nicht in geschlossenen Räumen. Und dann hat man schöne, ordentliche Nägel wieder. Na dann, tschüss und viel Spaß beim Benutzen.